Moin Moin, ihr Filmsuchtis. Am 25. Mai 2018 erscheint ein Original-Netflix-Film, nämlich Ibiza. Das ist eine Romantik-Komödie und ich durfte ihn vorab schon sehen. Dankeschön an Netflix und los geht's. Ja, was ist Ibiza? Ibiza ist auf jeden Fall eine Romantik-Komödie, die natürlich, wie der Titel schon verspricht, einmal lustig sein soll und natürlich in Ibiza spielt. Natürlich gibt es da viel Party und so ist dann dieser Inhalt. Wer würde sich nicht freuen, von seiner Chefin auf einem Business-Trip ins sonnige Spanien geschickt zu werden? Harper ist voller Vorfreude, der New Yorker Hektik für ein paar Tage zu entkommen. Doch als ihre beiden partywütigen besten Freundinnen spontan entscheiden, sie zu begleiten, verwandelt sich diese Geschäftsreise in einen wilden Partytrip. Der attraktive spanische DJ Leo ist hierbei nicht ganz unbeteiligt. So, ihr habt ja mal gehört, der Inhalt ist natürlich so typisches Frauending, Klischee. Und das ist auch in diesem Film auch so der prangt nur mit so vielen Klischees. Aber kommen wir erstmal zu der Pro-Seite. Die Pro-Seite ist wirklich so diese tollen, netten Party-Shot. Der Soundtrack ist ganz geil, die Mucke. Dieses ist alles modern umgesetzt, ne? Im Schnitt, im Bild und so weiter. Aber das kann leider nicht reichen. Das war es natürlich leider gewesen, so die guten Sachen in diesem Film. Ja, es sind halt nette Sachen dabei in den Szenen, aber leider kommen wir jetzt zu den Manko-Sachen. Der Film ist einfach wirklich durchgehend nicht wirklich spannend oder natürlich so, was heißt romantisch, klar, wird er auch eigentlich nicht. Der ist nicht mal witzig, vielleicht gut, vielleicht ein paar Frauenwitze, aber ich habe mir den ja in U-Ton angeguckt. Ich muss sagen, das waren keine witzigen Sachen gewesen, wo man wirklich drüber lachen konnte. Ich habe gedacht, okay, wenn es dann war es zu albern oder zweitens war es dann mal wieder zu ernst, aber richtig so in die Spur kam dieser Film halt einfach nicht. Der Cast um Gillian Anderson, Phoebe Robinson und Stephanie Beyer ist auch jetzt nicht so, wo man sagen müsste, ja, ist jetzt wirklich prickelnd, auch jetzt Hollywood-mäßig. Die machen ihre Sache solide. Der Richard Madden, bekannt ja als Rob Stark, ja, hat immer seine Auftritte, aber ansonsten ist das auch nicht viel. Was mich auch, wie gesagt, auch wirklich gestört hat, war einfach halt wirklich, dass das, man hat gemerkt, dieser Film hat nicht so viel Budget gehabt. So, man hat natürlich sehr coole Shots gesehen, so diesen Party-Metropolen. Kommen wir gleich zum nächsten Run-Fact gleich auf jeden Fall. Es war aber wirklich, wie ich gesagt habe, ja, komm mal zu Potte, 90 Minuten geht ja ungefähr der Film. Es ist wirklich mal was für einen netten Abend, den man sich vielleicht laufen lassen kann. Die Party-Mucke war ja wirklich ganz gut gemacht. Ansonsten, wie gesagt, sehr viel Klischee. Der Run-Fact auf jeden Fall, das spielt ja nicht mal in Spanien oder es sollte ja in Barcelona spielen, in Ibiza, spielt der Film einfach nicht mal. Er spielt nämlich in Split in Kroatien, weil die Balearen wollten das nicht, dass Netflix dieses Image so zeigt, wie es eigentlich gar nicht in Ibiza sein soll. Deswegen wurde es halt natürlich in Kroatien gedreht. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zum Schluss. Gut, Bild war ja ein Stream auf jeden Fall, den ich ja vorab bekommen hatte. Der war ganz normal, den konnte man sich angucken, Bild und Ton waren gut und so weiter. Aber es war, würde ich so ich sagen, würde, zum Glück kam der irgendwann zum Schluss, der Film. Einmal angucken reicht. Im Kino hätte nicht sein müssen. Das ist eher wirklich so eine typische Direct-to-DVD-Produktion, die Netflix dann halt vermarktet hat. Ein netter Roadtrip mit drei partywilligen Mädels. Die eine auf dem Business-Tour ist, die merkt, dass ihr das Sinn des Lebens irgendwann kommt. Sie muss einfach mal Party machen, das ganze Arbeitsleben sein lassen. Ihre Chefin ist ein Arsch und so weiter. Man merkt auf jeden Fall, die Message kommt an, aber es reicht halt leider nicht. Da habe ich schon bessere Filme gesehen in diesem Genre. Ja. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei dem Film. Dem Film gebe ich eine 4,5 von 10. Ist halt unter dem Mittelmaß, aber man kann sich den halt angucken. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es für mich noch keine klare Empfehlung. Habt viel Spaß bei dem Film. Guckt euch mit deiner Frau an und so weiter, mit euren Freundinnen, Frauen. Keine Ahnung, ich bin jetzt raus. Ne? Lasst ein Abo da, ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis dann und ciao und bam!